Ja, und damit, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Und ein Spiel, das so außerhalb meiner Komfortzone liegt, dass ich es kaum glauben kann, wie viele Stunden ich da jetzt schon drin versenkt habe. Wir wollten ja eigentlich Bramble spielen und dann kam das hier dazwischen. Deshalb dachte ich, ich zeige euch das mal, zumal ich mit meinem Hauptcharakter quasi kurz vor dem finalen Kampf stehe. Den würde ich gerne mit euch zusammen machen. Aber zunächst zeige ich euch mal, wie dieses Spiel funktioniert. Und das geht am besten, wenn wir direkt mal anfangen. Also wer mitgelesen hat im Intro, ne, es geht darum, wir leben hier an einer Wand. Dieses ist diese Wand. Und in dieser Wand können wir nach Ressourcen schürfen. Ja, dafür haben wir hier das kleine Männchen mit dem kleinen Staubsauger. Der kann aber auch Strukturen zerstören. Und jetzt geht es darum, diese Steinchen hier einzusammeln. Und mit diesen Steinchen, die gibt es in unterschiedlicher Couleur, zeige ich euch gleich, kann man dann sowohl diesen Bohrer hier als auch den Spider bzw. Waffen und Verbesserungen für den Spider kaufen sozusagen. Ja, dann gibt es verschiedene Timer. Oben seht ihr die 19 Minuten 5. Das ist der Timer bis zum ersten Bosskampf. Und unten links haben wir zum einen das Grüne, ist die Haltbarkeit vom Spider, von dem hier. Na, gehen wir noch ein Stück rein. Das Lilane in der Mitte ist die Zeit bis zur nächsten Angriffswelle. Und das Blaue haben wir noch nicht freigeschaltet. Das ist ein Schild, den man finden kann für den Spider. So, dann gibt es hier ein Upgrade-Menü. Da können wir einmal das Maschinengewehr, was der Spider standardmäßig mit sich hat, aufwerten für diese Punkte. Hier haben wir den Anzug, mit dem wir unterwegs sind. Und ich gucke immer, dass ich zuerst den Anzug verbessere, also beziehungsweise den Bohrer verbessere. Und hier sieht man, es gibt dann verschiedene Arten von Steinen. Die findet man in verschiedenen Höhen an dieser Wand. So, dann gehen wir noch mal rein. So, seht ihr, jetzt ist dieser Bohrer schon um einiges effizienter. So, da geht es immer darum, in diesen Minen gibt es in der Regel Anomalien, so nennt sich das, die wiederum neue Items freischalten. Also gibt es verschiedene Verstärkungen fürs Bohren oder Waffen für den Spider. So, das ist jetzt die erste Angriffswelle, die ist noch recht harmlos. Da gibt es nur hier diese drei Gegner. So, wir befassen uns tatsächlich erstmal nur damit, hier die Sachen zu schürfen. So, und dann geht es zum einen darum, den Bohrer effizienter zu machen, zum anderen den Spider effizienter zu machen. Und dann gibt es unten rechts noch einen Wert, diese Kerne, diese Schlüssel, die kann man finden. Wenn wir hier so einen Geheimraum entdecken, zeige ich euch auch mal, wo man diese finden kann. Also es ist anfangs alles noch recht mühselig. Hier haben wir zum Beispiel eine Anomalie. Aber man merkt auch, jede Verstärkung, in die man investiert, merkt man instant. Was ist wirklich sehr lohnenswert und ja, unterhaltsam macht, dieses Spiel zu spielen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier gefunden haben. Ups, bringe das zurück zum Spider. Und ich habe mir gedacht, wir machen es folgendermaßen. Wir spielen jetzt mal eine Runde hier mit diesem kleineren Spider, um euch zu vermitteln, wie das Spiel funktioniert. Okay, eine Bombe, die können wir zum Abbauen benutzen. Ich glaube, sehr viel mehr wird jetzt hier auch nicht sein, wa? Dürfen auch nicht mehr so weit raus, weil die nächste Welle gleich kommt. So, dann gib mir mal die noch und dann gehen wir wieder zurück. Und schon geht's los. Oh, der ist noch so langsam, das ist übel.
Naja. So, im schlimmsten Fall kann man jetzt beide auch von der Mine lösen und einfach mal aus der Gefahrenzone laufen. So, und ich denke... Weiß nicht, ob es hier jetzt noch eine Waffe zu holen gibt. So, ich habe jetzt mal primär den Bohrer erweitert und mich ein bisschen schneller gemacht in der Mine. Können das hier mal mitnehmen. Die haben wir jetzt gefunden, da kriegen wir alle 60 Sekunden oder 90 Sekunden, weiß ich jetzt nicht genau, kriegen wir eine neue. Und die kann man dann, voilà, hier ablegen. Und dann können wir mal gucken, was die freilegt. Nix. So, seht ihr, jetzt habe ich hier den Bohrer nochmal einmal effizienter gemacht. Und das merkt man schon direkt. Und von den Mauern, die Punkte, die hier reinblumen, die sind hier oben eine Währung. Die braucht man im Hauptmenü. Die geht auch nicht verloren, wenn man stirbt. Die Steinchen schon. Also wenn das Spiel vorbei ist, die Steinchen hebt man nicht auf. Aber die Punkte oben. So, jetzt hier zum Beispiel kommen wir in so einen Raum. Jetzt gucken wir mal. Das hier ist eine Waffe. Was haben wir schön? Das ist ein Bombenwerfer. Okay. Das ist halt unglaublich schön gemacht. Also ich war echt begeistert. Das hat so viel Spaß gemacht, das alles zu entdecken. Diese Räume, die Waffen und zwischendurch gibt es dann auch mal so kleinere Höhlen, wo dann irgendwie ein Skelett ist mit noch einem Brief. Die sind immer ziemlich witzig. So, jetzt gehen wir zurück. Haben hier noch was? Nee. Ah, ich habe ja den Scanner schon gefunden. Ach so. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Okay. Das sind jetzt andere Steine, wie ihr seht. Also die lilanen gibt es immer. Und dann gibt es immer noch mal eine andere Art von Stein. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Das muss ein bisschen beeilen. Dann habe ich hier einen Scanner. Okay, der sagt uns aktuell nur, wie groß die Mine ist. Klein. In den kleinen Grünen gibt es manchmal nichts an Spezialitems. Diese Räume sucht man immer rechts oben. Also immer so weit, wie es geht, nach oben und dann nach rechts graben. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ja, hier ist das Gestein ein anderes, deswegen ist es auch schon direkt wieder viel mühseliger hier abzubauen. Aber es gibt auch mehr Punkte für die Gesamtrechnung. So, können wir, reicht es schon? Ne, da brauchen wir noch von den Lilanen. So, ich würde das aber erstmal drauf ankommen lassen. Und nochmal eine Mine weitergehen. Gucken, ob wir noch von den anderen Steinen finden. Das ist leichter abzubauen. Ja, und mit diesen Gesamtpunkten da oben rechts, wo ich jetzt so 10.000 habe, kann man dann alles Mögliche erweitern. Also man kann den Spider robuster machen, man kann die Zeiten zwischen den Wellen verlängern, man kann das Inventar von dem Bohrer erweitern quasi. Ich kann aktuell, glaube ich, 15 Items aus der Mine sammeln.
Auch dieser Torpedo ist eine Erweiterung. Ah ja. Oh ja, wunderbar. 20% Bohreffizienz. Wunderbar. Ist hier noch was? Man merkt halt den Progress sofort. Ne? Sobald man hier wieder was investiert, merkt man instant, man ist schneller, der Bohrer bohrt besser. So, nur noch eins runter. Man kann auch die Geschwindigkeit von dem Spider anpassen, wie schnell der läuft. Ich laufe jetzt mal wieder eins hoch. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Gehen wir nochmal ran. Das ist eine kleine Mine. Ich glaube, dann können wir uns das schenken. Hier waren wir drin. Hier ist noch eine. Okay. Halt echt schon Schaden genommen. Irgendwie, da gibt es dann solche kleinen Höhlen hier. Mit witzigen... Tag 52, das Klopfen ist wieder da. Und jetzt ist es konstant. Und irgendwie eindringlicher. Mir pocht der Kopf und ich kann durch das Klopfen einige Worte hören. Da oben ist noch eins. Kann man es schon mal lösen. Dinger hier, die sind ätzend. Die sind zwar ein One-Shot für mich, aber ich muss halt treffen. Und ich habe hier noch so ein Torpedo. Der braucht allerdings einen ziemlich langen Cooldown, bis er wieder einsatzbereit ist. Der ist auch dazu gekauft. Also den hat man auch nicht von Anfang an. Aber ohne den schafft man zum Beispiel den Bosskampf gar nicht. Vielleicht. Ja, genau so einen noch finden. Schauen wir mal. Aber ich hoffe auf das Drohnensystem. Das ist nämlich wie so eine kleine Selbstverteidigungsanlage. Nee, okay. Machen wir noch ein paar Kristalle hier raus. So, ja genau. Also wenn man voll ist, kann man die auch so ein bisschen mit sich mitziehen. So, jetzt sagt er hier, wie groß ist die Mittel. Aber wir haben das eine Item schon gefunden. Wir gehen mal wieder rein. So, lösen. Ah, jetzt müssen wir durch die Wolken. Und hier ist noch eine, okay. Die Wolken signalisieren quasi die Grenze zwischen den Ebenen, sozusagen. Und da gibt es immer auch eine Angriffswelle. Dann gucke ich lieber nochmal, ob wir hier vielleicht noch was Nützliches finden können. So, flutsch mal da rein. Hier mal ausbauen, damit der mehr Schaden macht. So. Dann müssen wir uns auf die Grünen konzentrieren, die brauchen wir zum Reparieren.
So, schauen wir mal, was das hier ist. Jawohl. Wunderbar. Da fliegt sie, die Drohne. Ob hier noch eine Waffe zu finden ist. Ups. Ja, komm, dann nimm mal mit hier, du auch. So. Okay, wir haben 6, das heißt, wir können zweimal heilen. Das ist nicht wirklich viel. So. Und dann können wir, ne, wenn man die Items dann gefunden hat, kann man die auch erweitern. Ich würde es aber jetzt hier mal bei belassen. Aber mal testen, ob wir das System austricksen können. Weil, wie gesagt, diese Wolkendecke löst ja auch eine Welle aus. Und vielleicht sparen wir uns die, wenn wir die hier reinziehen. Aber da ist, glaube ich. Nee, jetzt haben wir sie beide am Arsch. Haha. Okay. War dumm. Na. So, jetzt brauchen wir unbedingt grüne Steine. Okay, hier können wir noch nicht wirklich viel abbauen. Es dauert ewig. Es geht, aber wir nehmen mal nur mit, was er hier eh freigeschossen hat. Ja, wir brauchen grüne Steine. Und in 4 Minuten ist der erste Bosskampf, also muss man uns ein bisschen beeilen. So, Ritter. Oh, das ist geil. Das können wir kaufen nachher im Hauptmenü. Das ist auch wieder eine Art Abwehrmechanismus für den Spider. Ich fürchte, sehr viel mehr wird es hier nicht geben. Lasst mich in Ruhe.
Ja, mit meinem großen Spider kann ich inzwischen auch Gegner tot trampeln. Das ist ultra praktisch. Ich zeige euch den gleich. Wir machen erstmal hier eine Bossrunde mit dem. Okay, oh hier, der lebt sogar noch. Der Leviathan ist kein Mythos, weißt du? Wenn du einen siehst, hau ab. Genau, geht klar. Zwei Minuten. Wir brauchen noch eine grüne Mine. Die ist nicht grün. Heute hoch. Ja. Ich eile herbei. Oh nee, nicht jetzt schon so viel Schaden nehmen. Geht alle weg. Ah, okay, die kann ich totlatschen, die Kleinen. Alles klar. Nee, kann ich nicht. Okay. Hm. So, jetzt kommt der Bosskampf. Hervorragend. Mal halt gucken. Was ist das? Das nutzt uns nichts. Nee, wir heben die mal zum Reparieren auf. So, Bosskampf. Immer in Bewegung bleiben und diese zwei Bobbeln zerstören. So, es dürfte es schon gewesen sein. Jawohl. Okay, und jetzt machen wir mal einen Wipe. Ich gehe jetzt hier mal raus. So. Und der ist jetzt schon voll ausgebaut. Also das hier sind zum Beispiel Sachen, die kann man nur finden. Da haben wir einmal den Kampfkondensator, der macht so Stromschläge, so Blitze, die dann unter den Gegnern weitergeleitet werden. Das sind die Klauen. Damit kann ich jetzt, wie ich erwähnt habe, Gegner zertreten. Das ist der Torpedo, den er in die Mine schießt, wenn er sie angebohrt hat. Das ist so ein... das zeige ich euch. Das ist ein Tiefenscanner, der sagt mir, was in der Mine zu finden ist, wie viel und so weiter. Das ist das Kraftfeld, genau das, was ich um den Spider drumherum habe. Das ist... Ach so, genau. Einmal haben wir einen Strahl vom Spider aus, der uns begleitet. Der macht uns schneller und den Bohrer effizienter. Und das andere ist so ein, wie so, also Ultraschall, der den Felsen lockert. Und das ist im Prinzip, das sind die Sachen, die man standardmäßig ausbauen kann. Einmal die Geschwindigkeit vom Spider, dann wie, also der kann hüpfen nach oben und nach unten. Das hier ist die Dauer zwischen den Wellen, die Außenhülle. Der Rucksack, den ich auf dem Rücken habe, also was ich an Items mitnehmen kann, das ist der Bohrer, wie tief bohrt er. Jetzt baut 20 Blöcke, anfangs bohrt er ein. So, und dann schauen wir mal rein. Und jetzt ist es eigentlich eine Frage der Zeit. Ich habe die fünf Schlüssel. Damit müssen wir den Kern aktivieren. Und ich will aber unbedingt vorher den Spider aufrüsten. Eine bestimmte Waffe finden. So, das meine ich hier mit diesem Wupp.
Nur damit löst er hier diese Felsen und die Zeit zwischen den Wellen ist hier auch viel, viel länger. Und das ist dieser Strahl, der den Bohrer von Anfang an effizienter macht. Ja, also man sieht, es ist direkt ein ganz anderer Einstieg als mit dem kleineren. Und das macht das Spiel so lohnenswert. So, ich kann hier ab 35 Items mit mir mittragen. Also von diesen Edelsteinen. So, gucken wir mal, was es ist. Eine Bombe. Okay. Das war dumm, ich habe nicht verstärkt. Okay, nee, das bringt so nichts. Okay. So, mit dem habe ich jetzt auch schon massenhaft Punkte, weil ich nichts mehr gefunden habe, was ich noch erweitern kann. Aber es ist nicht so, dass es nichts mehr gibt. Also ich muss es nur finden. So wie diese Schlüssel. Das war auch ein spezieller Act. So, dann legen wir hier mal los. So. Geschwindigkeit. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber ich glaube, dafür sind wir schon zu weit hinten, ne? Achso, ich hätte ja mal gucken können auf dem Scanner, ob hier noch was ist. Hier ist eine Waffe. Oh je, es wird eng. Aber das Schild hält einiges aus und das lädt sich automatisch wieder auf. Schrotflinte. Ich suche das Lasergewehr. Das ist wirklich geil. Also das sind die zwei Sachen, die ich gern haben würde vor dem Bosskampf. Huch! Das Lasergewehr und die Drohne. Und die möglichst weit ausgebaut, weil ich tatsächlich überhaupt keine Idee habe, wie dieser Endkampf aussieht. So, jetzt gucken wir mal, ob hier überhaupt noch was ist. Eine Anomalie, die haben wir aber gefunden, das ist die Waffe. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, also hier, ne, das Blaue ist der Schild, der ist auch schon mehrfach aufgewertet. Und wenn der nicht ganz gänzlich aufgebraucht ist, nehme ich keinen Schaden. Und der Schild lädt sich jedes Mal automatisch wieder auf, wenn der Kampf vorbei ist. Mega praktisch. So, was haben wir hier Schönes? Schüsse, okay, mehr Schaden. Zeit sitzt uns im Nacken. So, komm her. Bitte sei die Drohne. Nein. Okay, aber das Ding ist auch ganz nützlich. Okay, dann müssen wir jetzt hier... Ich gehe jetzt durch die Wolke. Das hat ja vorhin nicht funktioniert, aber was funktioniert ist, dass wenn diese Welle hier löst quasi die andere Welle ab.
Na, jetzt kann ich die auch alle tottrampeln, die da am Boden rum lümmeln. Ja, nicht so zack und drin in die gute Stube. Das ist zu früh, aber vielleicht kommen wir an die Anomalie ran. Nee. Aber das dauert zu lange. Da warten wir lieber noch eine Erweiterung vom Bohrer ab. Wir kommen wieder. Das Gute an diesem Schild ist halt auch, dass man sich erstmal überhaupt keine Gedanken um die Reparatur machen muss. Man gebe mir bitte die Drohne. Nee. Gut, dann lassen wir's. Boah, grün. Jawoll. So, wie sieht's hier aus? Eine Anomalie. Bei den Anomalien weiß man immer nie, ist es so ein kleines rundes Bubble oder ist es ein Raum? Einfach schneller, die dann einfach tot zu trampeln. So, den Bohrer. Ups, in falsche Richtung. Es ist ja erstmal ein bisschen tückisch, diese Minen. Stand da dran, eine Anomalie. Bitte den Drohnenaufsatz. Nee. Okay, das war's. Weiter geht die wilde Fahrt. Steuerung, Geschwindigkeit. Achso, ich glaube, das ist der Spider, oder? Keine Ahnung. Achso, dieses Blinken, gell? Das ist dieser Ressourcenradar. Habe ich euch das schon mal gesagt? Keine Ahnung. So, zack. Zack.
So, ist hier noch eins? Nee. Dann gehen wir runter, weil wir brauchen jetzt diese schwarzen Kullern. Hatten wir da hier nicht einen? Nee, wir hatten diesen, den hier. Gibt der uns was? Ich glaube nicht. Wie sind das denn noch? So, und zack. Jawohl. So eins. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Oh, bitte lass es das Lasergewehr sein. Und? Ah. Kein Glück heute. Schwarzen Koppeln noch so ein paar. Na. Okay. Zack. Und weiter geht die wilde Part. So, dann gehen wir wieder hoch. In der Hoffnung, wir finden da oben die Laser-Dingsi-Bumsi. Drohne werden wir wohl nicht mehr finden. Da ist noch was drin. Ja! Sehr schön. Ja, mache ich normalerweise nicht, aber wir haben jetzt eh nicht mehr viel Zeit bis zum nächsten Angriff. Dann kann ich hier auch noch ein paar Items mitnehmen. So. Gleich eine ganz andere Geschichte hier. Ach ja, komm, wir gehen einfach mal. Irgendwann hört es auf. Jetzt ist das Schild auch wieder voll. Wer weiß, was das war. Oh, Entschuldigung. Jungs und Mädels. Oh, jetzt ist das Spiel sauer. Okay, 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 okay.
Echt immer noch nicht? So nicht. Oh, das war dumm. Jetzt hört es wieder ewig nicht auf. Irgendwo sind noch irgendwelche Dinger. So, guck mal, was er hier noch Schönes hat für uns. Trotzdem noch eine Anomalie. Das wird dann aber irgendeine Waffe sein, die wir aktuell eh nicht brauchen. Wobei die Railgun. Diese Minen sind halt echt fies, weil hier ist es nicht zwangsläufig über oben rechts. Das ist diese kleine Bombe, die ich euch vorhin schon mal gezeigt habe. Ah, sie sind voll, okay. Ich weiß halt echt nicht, ob wir die Railgun brauchen, um den letzten Bosskampf zu schaffen. So, das Maximum erreicht. Vom Bohrer. Guck mal. Stand da eine Anomalie oder zwei? Schauen wir mal. Drohne, Drohne, Drohne! Nein. Eine. Ja, ja, ich komme. Das ist der Sperrmörser. Ach ja, das ist der. Ach ja, genau. Der hat hier diese Platten geworfen. Genau. Noch lustige Dinge. Ui. Entschuldigung. Ins Mikro gestoßen.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Na. Die Railgun. Okay. So, das heißt, wir haben 3 Minuten, knapp 4 Minuten bis zum nächsten Bosskampf. Und dann hätten wir noch mal knapp 20 Minuten, um die Railgun aufzurüsten. Und ganz nach oben zu kommen. Könnt ihr mal aufhören, hier so eine Action zu machen? In 20 Sekunden startet der Bosskampf. Scheiße. Zu viel Schaden geschluckt. Ach du je. Momentchen. Das ist nicht wieder verkacken. Das ist mir gestern Abend auch passiert. Da bin ich bei dem Kampf gestorben. Weil sobald das Schild mal weg ist, geht es irre schnell mit dem Schaden. Sind ja immer noch alle drei da. Scheiße! Ja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das denn. Es ist halt endlos, ne, bis ich das dahin geschafft habe. Ich würde sagen, wir machen es folgendermaßen. Ich spiele bis zum Bosskampf und dann nehme ich euch wieder mit dazu. Immer noch was gefunden, was wir hier irgendwie... Nee. Und scheinbar gibt es ja noch mehr, ne? Das habe ich aber noch nicht aufgedeckt. Und hier sind wir auch noch nicht durch. Also es ist noch nicht auf Max-Level des Zeugs. Gut. Schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. Also diesmal habe ich die zweite Welle überstanden. Ich habe allerdings die Railgun noch nicht gefunden. Aber ich glaube, das ist nicht so wild. Wir haben jetzt noch 7 Minuten bis zur dritten Welle. Mal sehen, ob wir noch 100 Steine zusammenbekommen. Wahrscheinlich eher nicht. Nicht hier in diesem Gestein. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal, gibt es hier noch einen? Nee. Wir gehen mal hin. Schauen wir mal.
So hieß die Maschine. So, und jetzt weiß ich trotzdem nie, was wir machen müssen. Ach, okay. Das war's. Man muss nur die Maschine aktivieren. Ich kann mich nicht bewegen. Läuft er von alleine? Ach, wir haben den... Okay. Aber das ist auch kein richtiges Oben. Aber es ist grün. Okay. Alles klar. Dann hätte ich mich ja gar nicht aufrüsten müssen. Das heißt, ich, sobald man die 5 Schlüssel hat, einfach losrennen, hoch, das Ding aktivieren und dann war es das. Okay. Cool. Ich hatte eine Menge Spaß und ich habe ja immer noch nicht alles entdeckt. Was passiert denn, wenn ich jetzt nochmal spiele? Der Timer ist nicht mehr da. Aber den gibt es noch. Dann kommen nur noch die kleinen Wellen. Okay, dann kann man in aller Ruhe hier wirklich alles durchschauen. Okay. Huch. Na gut, ihr Lieben. Dann war's das. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Eine Woche lang oder zwei, weiß ich gar nicht genau. 5 Euro kostet dieses Spiel. Und die war es auf jeden Fall wert. Also das hat richtig Bock gemacht, dieses Spiel zu spielen. Schade, dass es vorbei ist. Boah-Effizienz. Und schon geht's richtig geil los hier. Okay, Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schaut euch auf jeden Fall dieses Game an, wer auf sowas steht. Oder auch nicht. Wie gesagt, ich hätte mir sowas nie angeschaut, wenn der Henno das nicht gespielt hätte auf YouTube. In diesem Sinne, Grüße gehen raus. Lasst euch gut gehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wahrscheinlich wird es Bramble sein. Aber wann das ist, weiß ich noch nicht. Bis dahin. Bye, bye.